Bis zum Abend sollte in der Chemnitzer Innenstadt eigentlich gefeiert werden. Doch das Stadtfest wurde vorzeitig abgebrochen. Aus Pietätsgründen, so die Veranstalter. Vorausgegangen war ein Streit in der Nacht am Rande des Stadtfestes. Mehrere Menschen sollen daran beteiligt gewesen sein. Offenbar eskalierte die Auseinandersetzung. Ein 35-Jähriger starb. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Totschlags. Wir konnten hier auch zwei Männer stellen, die offenbar von dort weggerannt waren. Ob diese beiden Männer jetzt tatsächlich in die Tathandlung involviert waren, das müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Unklar ist der Grund des Streits. Offenbar waren aber Männer verschiedener Nationalitäten beteiligt. Von den Personen, wo wir wissen, dass sie an der Auseinandersetzung mutmaßlich beteiligt waren, wissen wir, dass sie verschiedene Nationalitäten haben, darunter auch Deutsche. Aber auch hier stellt sich die Frage, wir müssen erstmal genau aufklären, was tatsächlich passiert ist und wer wo welche Tat begangen hat, um hier zu sagen, ein Tatverdächtiger stammt aus diesem Land oder aus einem anderen Land. In der Nähe des Tatorts kamen am Nachmittag mehrere hundert Menschen zu Kundgebungen zusammen. Sie folgten unter anderem einem Aufruf der AfD. Bei den nachfolgenden Protesten soll es zu gewaltsamen Übergriffen gekommen sein.